Corona bedroht die Existenz. In Karst und Umgebung trifft die Krise auch die zahlreichen Gastronomen. Hinter jedem Stuhl steht eine bedrohte Existenz. Seit Wochen bangen viele Menschen um ihre Zukunft. Während viele Betriebe anderer Branchen mit der jüngsten Lockerung der Beschränkungen langsam wieder öffnen dürfen, fragen sich viele Gastronomen, wann dürfen auch wir unsere Gäste wieder empfangen? Wie geht es für uns weiter? Auf diese Fragen gibt es bisher leider keine Antworten. Wann diese Antworten endlich kommen, ist zum Zeitpunkt noch nicht absehbar. Das dauert den Gastwirten aus Karst und Umgebung deutlich zu lange. Auf Initiative von Familie Schreinermacher, der Gaststätte Altes Rathaus und dem Stadtcafé Papalapap beteiligen sie sich an der bundesweiten Aktion Leere Stühle und stellen über 200 Stühle auf dem Karster Rathausplatz auf. Jeder dieser Stühle steht sinnbildlich für einen derzeit geschlossenen gastronomischen Betrieb. Nur gemeinsam sind wir stark. Das haben Gastronomie und Einzelhandel der Region ganz nach dem Motto der ISG Karst Mitte in den vergangenen Wochen bereits bewiesen. Sie haben sich gemeinsam durch die Krise gekämpft und versucht, die Herausforderungen, vor denen nach wie vor zahlreiche Selbstständige stehen, zu meistern. Wie lange können Sie kämpfen, wenn Sie merken, dass Sie bei Verhandlungen zur Lockerung der Beschränkungen kaum eine Rolle zu spielen scheinen? Wie lange halten Sie durch, wenn kein Ende des Corona-Shutdowns in Sicht ist? Die Gastronomen brauchen einen Fahrplan, wann und unter welchen Bedingungen sie ihre Türen wieder öffnen dürfen. Die Gastronomen brauchen noch mehr Unterstützung vom Land, um weiterhin hoffen zu können. Denn am Ende der Corona-Krise brauchen wir alle wieder einen Ort, an dem wir zusammen lachen und Spaß haben können. Einen Ort, an dem wir gemeinsam genießen und vom stressigen Alltag abschalten können. Die Gastronomie braucht mehr Plansicherheit und eine Zukunft. Und wir alle brauchen die Gastronomie. Ihr habt im Laufe der Jahre die Orte, an denen ihr so gerne verweilt, wertschätzen und lieben gelernt. Ihr kennt eure Gastronomen von nebenan, viele von euch vermutlich schon von klein auf. Wir bitten euch, sie nicht im Stich zu lassen, sobald sie die Türen ihrer Restaurants, Bars, Gaststätten und Cafés wieder für euch öffnen können. Denn ohne eure Unterstützung werden die meisten von ihnen nicht weiter existieren können. Lasst uns nicht vergessen, dass hinter jedem leeren Stuhl eine bedrohte Existenz und damit eine Familie steht. Lasst uns gemeinsam noch stärker aus dieser Krise herausgehen und einander unterstützen. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können diese schwere Zeiten überstehen. Die Gastronomen aus Karst und Umgebung können es kaum noch erwarten, euch als Gäste wieder mit offenen Armen zu empfangen. Hoffentlich können Sie das, nach all den Wochen voller Existenzängste und Unsicherheiten. Auch wenn es bedeutet, dass das im Sinne der Gesundheit unter strengen Bedingungen erfolgt. Die Gastronomen brauchen euch. Sie wollen wieder für ihre Gäste da sein, denn das ist ihr Beruf und ihre Existenz.